Moin zusammen, liebe Freunde der Elektromobilität und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, und ich sitze heute hier im Flaggschiff der VW ID-Familie, nämlich der ID.7 Pro. Das ist ja eine Limousine in der oberen Mittelklasse angesiedelt. Und ja, mehr oder weniger das Topmodell unter den IDs. Und heute testen wir den Wagen natürlich auf Herz und Nieren. Wir fahren auf unserer Reichweitenstrecke Bremen-Bremerhaven und zurück, 130 Kilometer bei Tempo 130. Schauen uns die Reichweite an, den Verbrauch. Wie effizient ist der Wagen? Man sagt ihm ja nach, er soll sehr effizient sein. Denn VW gibt hier an 621 Kilometer WLTP-Reichweite. Ja, das ist ja fast schon das gleiche wie beim Model S. Die Batterie hier ist aber nur 77 Kilowattstunden netto groß. Das heißt, der Wagen ist zumindest laut WLTP ja viel effizienter als mein Tesla. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig glauben. Das stellen wir aber heute fest. Wir haben es jetzt so 19 Grad. Das Wetter ist so ein bisschen durchwachsen. Es ist so ein bisschen grau. Vielleicht kommt heute noch die Sonne raus. Regen ist zum Glück erstmal nicht angesagt. Toi, 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 drückt mir mal die Daumen. Ja, und dann testen wir natürlich, wie ist der Innenraum, wie ist das Fahrwerk, die ganze Verarbeitung, wie ist die Software, wie ist die Ladeleistung und. Das heißt, mit diesem Test könnt ihr euch ein ganz gutes Bild machen von dem Auto und natürlich erfahrt ihr wie immer auch meine persönliche Meinung. Und ich kann jetzt schon so viel sagen, hier das Interieur, wenn man hier einsteigt, das ist sehr, sehr hochwertig, sieht viel, viel besser aus als in allen anderen IDs bisher. Das lässt also viel hoffen. Und ob er das alles hält, was er verspricht, das stellen wir heute fest. Deswegen wird es ein sehr spannendes Video, also unbedingt dranbleiben. Wenn man hier einsteigt in den ID.7, muss man zwar immer noch die Willkommens-User-Meldung wegdrücken, jedes Mal. Aber gut, aber es fallen sofort zwei, drei Dinge auf. Zum einen, das Keyless Entry System funktioniert super reibungslos und auch wenn ich weggehe, verschließt sich der Wagen automatisch. Ja, das können andere Hersteller nicht oder wollen andere Hersteller nicht. Ich sag nur Porsche Taycan. Da muss man immer noch von Hand verschließen, obwohl er auch eine Keyless-Funktion hat fürs Einsteigen, aber eben nicht fürs Aussteigen. Ich verstehe es einfach nicht. Aber gut, hier funktioniert es reibungslos und vor allem das Interieur. Ja, ID.7. Der Rest der ID-Familie, ich muss zugeben, der stinkt hiergegen doch deutlich ab, denn das hier ist doch relativ hochwertig und sieht eigentlich wirklich gut aus. Sehr, sehr stylisch. Alles ist doch relativ weich. Wir haben hier zwar immer noch zwei, drei Elemente mit Klavierlack. Hier zum Beispiel so eine Zierleiste, die zieht sich auch ums Cockpit rum. Da ist dann auch das Ambient Light drin. Sieht nachts wirklich sehr, sehr stylisch aus. Dann hier natürlich der Türgriff, aber nicht mehr zu 100%, sondern nur noch so ein Teil davon. Und einmal um die Mittelkonsole, diese Einfassung. Das ist alles aber wunderbar. Okay, das Display habe ich vergessen. Das ist auch so ein bisschen Klavierlack-Optik. Und endlich sind die Slider hier beleuchtet. Das Display ist wirklich wunderbar groß. Gut, das Lenkrad hat immer noch diese künstlichen... Nein, ich wollte kein Radio anmachen. Ruhe. So. Ja, hat immer noch diese Folientasten, aber wie gesagt, ich habe mich mittlerweile doch tatsächlich schon dran gewöhnt und jetzt weiß man, wie sie zu bedienen sind und man kann damit leben. Aber gut, nichtsdestotrotz wünscht man sich natürlich doch welche mit richtigen Tasten und soll ja auch wieder kommen. Ja, also alles in allem muss ich sagen, der ID.7 macht einen super tipptopp Eindruck von innen. Auch die Mittelkonsole, endlich wieder eine vernünftige Mittelkonsole. Was mir bei den IDs ansonsten schon immer nicht gefallen hat, waren diese komischen, skurrilen Armlehnen, die man so rauf und runter klappen konnte. Dadurch, dass jede Armlehne immer irgendwie einen anderen Winkel hatte und die waren so dürr, das hatte irgendwie, also wenn ihr so wollt, für mich ein schlechtes Feng Shui. Das sah einfach nicht gut aus und wirkte auf mich immer billig. Und ja, hier mit der Mittelkonsole ist das jetzt alles wieder anders. Wir haben ein schönes Rollo, da ist auch wieder viel Platz. Hier kann ich ein Handy induktiv laden. Schön wär's. Ich habe hier ein iPhone 15 Pro. Lege ich drauf. Es geht kurz an. Und nach ein paar Minuten geht es aus und sagt, iPhone kann nicht geladen werden. Ja, jedes Mal. Ich habe hier nur eine Plastikschutzhülle drum.
Das ist so ein Standardzeug, also aus dem Krabbeltisch bei Amazon. Nichts wirklich Tolles. Trotzdem verweigert es einfach immer die Ladung. Und das ist total nervig. Wozu habe ich denn hier eine Ladeschale? Ja, also in meinem Auto zum Beispiel ist es scheißegal, was ich auf die Ladeschalen lege. Es lädt immer. Ja, hier leider nicht. Da muss ich eben die USB-C-Anschlüsse nehmen, die ich hier habe. Davon gibt es ganze zwei Stück. Cupholder gibt es zwei. Und hier in der Mittelkonsole noch so ein aufklappbares Fach. So rausnehmbare Schale. Es ist irgendwie sowas für Centstücke oder Ladekarten oder Taschentücher, was auch immer. Wenn man es einmal rausgenommen hat, ist man verloren. Ja, jetzt habe ich es wieder reingekriegt. Wunderbar. Ja, also Sitze wirklich super, die blauen Ziernähte, schönes ID-Logo, das Material ist klasse, es wird auch belüftet und so, nicht nur beheizt, sondern auch belüftet. Also all das gefällt mir hier im ID.7 wirklich, wirklich gut. Das schöne Panoramadach, gut, ist aufpreispflichtig, aber nichtsdestotrotz, es gibt es. Und das Platzangebot, Leute, das Platzangebot ist wirklich klasse und dazu gehen wir jetzt mal kurz nach hinten. So, jetzt bin ich hinten und ich muss euch sagen, Leute, also hier hinten ist es ja fast schon loungig. Also das Platzangebot für die Beine, und ich bin 1,82 und sitze jetzt direkt hinter mir. Also der Vordersitz ist auf mich eingestellt. Ich kann hier fast meine Beine ausstrecken. Das ist wirklich Wahnsinn. Und die Sitze hinten sind auch super bequem. Man kann sie nicht in der Neigung einstellen. Ich finde auch, die Knie liegen gut auf, dadurch, dass man die Beine so weit ausstrecken kann. Also hier könnte ich mir tatsächlich auch hinten ganz klar Langstrecke vorstellen. So, kommen wir jetzt mal zum Kofferraum und natürlich zum Hundetest. Ja, obwohl es eine Limousine ist, dadurch, dass der Kofferraum zusammen mit der Heckscheibe hochgeht, das ist ja so ein bisschen so wie bei meinem Model S, da haben wir doch sehr viel Stauraum. 532 Liter in der Grundversion und wenn man alle Sitze umklappt, 1586 Liter. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier den Hund reinkriegen. Und da habe ich was ganz Besonderes, nämlich jetzt eine Hundetreppe von Fellbengel übrigens. Die haben die mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt, dafür, dass ich sie hier mal im Video erwähne. Sehr nett und das Ding funktioniert wirklich gut. Hier kann der Hund nämlich super rein und jetzt ist Myla gefragt. Myla! Komm! Ja, wunderbar, so geht das. Und man faltet sie einfach wieder zusammen und kann sie dann so in den Kofferraum legen. Ziemlich praktisch, kann ich euch sagen. So, jetzt ist die Frage, geht die Kofferraumklappe zu? Myla, Vorsicht, Kopf weg. Oh, ja. Also ist ein bisschen schräg, da muss sie sich jetzt ganz hinten an den Sitz drücken. Ansonsten ist es ein bisschen zu eng. So, Myla, wie sieht denn das aus? Ja, so sieht es nicht toll aus, ne? Aber wenn man den Boden rausnimmt unten, dann könnte es gerade so gehen. So, Myla. Und aussteigen. Ja, komm, runter, runter, runter. Super. So, wir sind startklar. Wir haben jetzt noch genau 85% im Akku. Angezeigt wird mir 441 Kilometer Reichweite. Sekunde, genau 441 Kilometer, 85%. Trips sind zurückgesetzt. Das heißt, wir starten. Wetter ist, wie gesagt, nicht so ganz toll. Also wir haben es 19 Grad, relativ ruhiges Wetter. Es ist ein bisschen grau, aber trocken. Und Leute, der Wendekreis hier von dem ID.7 Pro, der ist ja fast 5 Meter, 4,97 Meter oder so. Und der Wendekreis ist 10,5 Meter und das macht den Wagen extrem handlich, gerade so in der Stadt und bei solchen engen Ausfahrten wie bei mir. Das ist richtig klasse. Und gerade wurde der Gurt nochmal eben gestrafft. Dankeschön. Überhaupt versucht VW ja irgendwie dem Fahrer auch das Fahren so angenehm wie möglich zu machen. Und das zeigt sich natürlich auch sofort hier im Fahrwerk. Das ist ja nun hier doch schon ein Schiff, ne? Und ich fahre übrigens im Komfortmodus.
Man kann sich das Fahrwerk ja auch noch mit individual so einstellen, wie man das gerne hätte. Aber gerade hier im Komfortmodus ist es halt auf maximalen Komfort eingerichtet. Ja, und das ist einfach ein Traum. Ja, und wie immer bei VW haben wir hier zwei Rekuperationsstufen, nämlich Stufe D und Stufe B. Stufe D ist die Standardstufe. Und wenn man dann mehr rekuperieren will, dann muss man nochmal den Gangwallhebel bewegen und dann geht er auf B. Und dann rekuperiert er doch wirklich sehr ordentlich, kommt aber nicht ganz bis zum Stillstand. Da muss man dann am Ende doch nochmal die Bremse betätigen. Das ist aber sehr angenehm und One-Pedal-Driving ist hier absolut möglich damit. Und das ist eigentlich die Einstellung, die ich am liebsten mag. Ja, also hier die Straßenbahnschienen super genommen, echt sehr komfortabel. Und auch vom Durchzugsverhalten hier, da lässt der Wagen eigentlich keine Wünsche offen. Wir haben hier 210 kW, wir haben nur einen Heckantrieb, also einen Motor hinten. 286 PS, das ist gar nicht mal so viel, aber 550 Newtonmeter Drehmoment. Und damit kommt der Wagen hier vom Stand in 6,5 Sekunden von 0 auf 100. Also das ist eigentlich auch ein ganz guter Wert. Ist natürlich nicht wirklich spitze, aber für so eine Limousine mit 2,17 Tonnen absolut angemessen. Und dadurch, dass der Wagen so leise ist, da fühlt sich das irgendwie auch noch mal viel schneller an, weil beim Verbrenner hat man ja so ein Motorgeräusch, wo der Motor dann immer lauter wird beim Beschleunigen und das hast du hier halt nicht, ne? Du hast hier dieses ruhige, durchgängige Gleiten, ruckelfrei, vibrationsfrei, stufenlos. Und das macht irgendwie die Faszination E-Auto aus für mich, finde ich. Und das ist für mich einfach auch der pure Fahrspaß. Gut, ruhiges Wetter, wie gesagt, das dürfte ein sehr angenehmer Test werden. Und da kann der ID.7 doch mal zeigen, was er drauf hat bei so 18, 19 Grad heute. Ist nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Eigentlich sehr angenehme Idealtemperaturen. Und dann fahren wir ihn jetzt mal mit 130 km/h auf die Autobahn. Ja, ich hatte ja auf dieser Reichweitenstrecke so gut wie jeden ID schon, ob es ID3 war, ID4, ID5, die GTX-Modelle. Und bei verschiedenen Wetterverhältnissen, teilweise bei über 20 bis sogar 30 Grad, dann teilweise bei 10 Grad und Regen, die lagen dann doch in der Regel so zwischen, ich sag mal, 19,5 bis knapp 24 Kilowattstunden, 23,8 oder so. Das war, glaube ich, so der höchste Wert. Bei ganz schlechtem Wetter tatsächlich. Und das bei Tempo 130 auf der Autobahn. Ja, also das ist so die Range, ne, die ID-Modelle bisher so geschafft haben. Und da bin ich gespannt, ob der ID.7 da jetzt irgendwie drunter liegt. Denn er soll ja eigentlich auch der effizienteste von allen sein. Und die Bauweise hier in dieser langgestreckten Limousinenform, das ist ja auch für den Luftwiderstand sehr förderlich. Also je länger so ein Auto ist, desto geringer sind die Verwirbelungen hinten. Und wie gesagt, der Wagen ist auch der flachste ID, den es bis jetzt gibt. Die anderen sind ja alles mehr so SUVs, also sogar der ID.3 ist höher. Und da bin ich gespannt, ob sich das dann am Ende hier auch wirklich bemerkbar macht. Auf jeden Fall kann man schon mal sagen, dass hier das Geräuschniveau im ID.7 exzellent ist. Also wirklich sehr, sehr leise und angenehm. Das macht das Reisen halt mit so einem Auto unglaublich entspannt. Also man hört hier wirklich kaum Reifengeräusche und ich habe hier die 20 Zöller drauf. Auch Windgeräusche irgendwie von vorne, Windschutzscheibe, Außenspiegel, nada, also nichts zu hören. Es ist wirklich eins der leisesten Autos, wieder mal. Also das VW kann es einfach auch mit der Dämmung, das kriegen die wirklich gut hin. Und das Fahren mit dem Wagen, selbst auf der Autobahn bei 120, unglaublich entspannt. Also ich kann schon mal so viel sagen, in der Stadt, wo ich den Wagen jetzt schon ein paar Tage bewege, da liegt er wirklich bei spitzenmäßigen zwischen 14 und 16 Kilowattstunden. Also das ist erstklassig. Aber ich muss zugeben, mein Tesla Model S liegt in ähnlichen Bereichen und das Tesla Model Y, das liegt teilweise bei 11. Also zumindest laut Bordcomputer. Aber 14, das ist schon ein sehr, sehr guter Wert, gerade auch für so ein großes Auto. Und das lässt natürlich hoffen, dass es auf der Autobahn sich in dieser Richtung irgendwie fortsetzt. Also möglichst deutlich unter 20. Das wäre so meine Hoffnung. So, jetzt können wir 130 fahren, Tempomat ist eingerastet und los geht's. Momentan haben wir knapp 20 Kilometer Strecke hinter uns
und wir liegen im Durchschnitt bei 19,6, also schon mal unter 20 Kilowattstunden. Das ist schon mal super und erfahrungsgemäß sinkt es auf der Strecke auch noch, weil der Akku natürlich so langsam warm wird und dann bei der richtigen Betriebstemperatur auch ja, der Wagen effizienter ist natürlich. Was hier beim ID.7 auch wirklich schön ist, ist, dass selbst im Basispaket eigentlich schon fast alle Assistenzsysteme drin sind. Man kann hier natürlich noch ein bisschen was dazu konfigurieren, sei es das schöne Glasdach, was sich übrigens hier mit so einem Wisch halbtransparent oder eben undurchsichtig schalten lässt. Super cool gemacht. Anhängerkupplung natürlich, 1000 Kilo hat er leider nur Zuglast hier, der ID.7. Für so einen Wagen ein bisschen wenig, 75 Kilo Stützlast. Natürlich Interieur, hier Sitze, Massagefunktion etc. Sowas kann man natürlich alles dazu konfigurieren. Aber Assistenzsysteme, Head-Up-Display und so weiter, das große Infotainment-System mit dem 15-Zoll-Display, Apple CarPlay, Android Auto, alles drin, serienmäßig mehr oder weniger. Und dann startet der Wagen hier bei rund 54.000 Euro. Und aktuell gibt es bei VW einen E-Mobilitätsbonus von 3.500 oder sowas, 570. Nagelt mich nicht auf den Euro fest, aber irgendwie so 3.500 Euro sind es, glaube ich, gerade. Also Stand August 2024. Das kann man nochmal abziehen. Also das ist dann doch richtig ein gutes Angebot. Also für so ein großes Auto, so eine tolle Reiselimousine mit allem Zip und Zap und Komfort. Also Hut ab, muss ich sagen. Und eigentlich müsste das hier doch ein Bestseller sein bei VW. So bei den Qualitäten hier, muss ich sagen, da verstehe ich gar nicht, dass die Verkaufszahlen gerade auch in China so ein bisschen eingebrochen sind in letzter Zeit. Ja, wie jetzt? Jetzt haben wir doch hier Regen? Hä? War überhaupt nicht vorhergesagt. Und jetzt nieselt es hier. Kann aber nicht wahr sein. Leute! Also inzwischen hat ja auch VW hier Sitzkühlung eingebaut. Ne? Nicht nur Sitzheizung, auch Sitzkühlung, die Massagefunktion in den Sitzen. Also für Langstrecke, da weiß ich nicht, was man noch für bessere Sitze haben möchte, weil die sind auch saubequem. Kann ja auch noch so eine Oberschenkelauflage rausziehen. Wirklich angenehm zu sitzen, zu fahren, auch auf längeren Strecken. Und da man ja sowieso alle 3 Stunden eine Pause macht, ist das hier wirklich optimal. Naja, Stichwort Geräuschniveau, also bei Tempo 130 hier übrigens immer noch total leise. Sie haben ja jetzt hier eine Kooperation mit Harman Kardon bei VW für die Soundanlage. Und da muss ich sagen, bin ich persönlich doch ein bisschen enttäuscht. Also es gab schon andere Autos, die Harman Kardon Anlagen hatten. Was war denn das noch? Fällt mir jetzt nicht ein, aber ich hatte schon diverse. Und jetzt hier diese Anlage im ID.7, boah, ja, die ist brauchbar, ist ganz okay, aber einen spitzenmäßigen Sound. Also ich vermisse hier irgendwie Tiefe, ich vermisse hier so dieses Crispiness. Die Bässe vermisse ich auch ein bisschen, obwohl auch ein Subwoofer drin ist. Also so richtig glücklich bin ich mit der Anlage hier nicht. Ne? Also man kann auch 1000 Sachen einstellen, Equalizer und Surround und was weiß ich nicht alles. Das ist alles schön und gut, aber es verbessert am Ende nicht das Gesamtklangerlebnis. Also ich muss zugeben, in meinem Auto ist die Standardanlage deutlich besser als hier. Und das wundert mich so ein bisschen, trotz dem klingenden Namen Harman Kardon. Da weiß man natürlich nicht, was für Speaker hier verbaut sind. Aber ich kann nur sagen, eben Leute, die auf eine super Audioanlage Wert legen, man darf hier im ID.7 dann nicht zu viel erwarten. Aktueller Zwischenstand nach 40 Kilometern übrigens 19,3 Kilowattstunden. Das ist immer noch ziemlich guter Wert. Ist ein bisschen gesunken, aber noch nicht so richtig signifikant. Vielleicht kommt das ja noch auf der Rückfahrt. Wir haben auch so gut wie keinen Wind. Also wirklich ideale Bedingungen hin und zurück. Das sieht echt gut aus bis jetzt. Was schon ein bisschen auffällt, ist, dass die Reichweitenanzeige hier
die ja bei 441 lag, wo wir gestartet sind. Jetzt nach 46 Kilometer müsste sie ja eigentlich bei 300, sagen wir mal, 96 liegen oder so. Sie liegt aber bei 363, also 30 Kilometer mehr verloren, als wir gefahren sind. Also das ist fast 80% der Strecke mehr. Und das, obwohl der Wagen ja vorher Autobahn gefahren ist. Und das macht es natürlich für die Fahrer am Ende dann nicht so angenehm, wenn die Reichweitenanzeige immer viel höhere Werte anzeigt, als dann in der Realität zu erwarten sind. Das ist ein bisschen schade. Und immer wieder super bei VW die Verkehrszeichenerkennung. Gerade hier eine Tempobegrenzung auf 120 gewesen. Er regelt den Tempomat automatisch runter, senkt die Geschwindigkeit. Jetzt piept er ein bisschen, weil ich ein paar Kilometer zu schnell fahre gerade. Also das funktioniert bei VW fast immer total reibungslos. Wo er manchmal Probleme hat, ist eben, wenn es vorher Baustellen gab, dann drosselt er die Geschwindigkeit halt auch hier beim Travel Assist manchmal drastisch runter, weil er einfach denkt, er hat ein Verkehrsschild gesehen, wo aber gar keins stand. Also Klassiker, du fährst 130, plötzlich bremst er runter auf 80. Ne? Das ist mir bei fast allen IDs auf meinen Autobahnfahrten schon passiert, weil da früher mal eine Baustelle war und irgendwie hat er das im System drin und bremst dann runter. Das ist immer sehr unangenehm. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Jetzt haben wir hier einen kleinen Stau. 7 Minuten Verzögerung, sagt das Navi. Das sind aber ja nur ein paar hundert Meter. Und ich habe auch gleich die Ausfahrt. Also das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Das versaut mir natürlich die Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, da kann der Travel Assist wenigstens im Stau auch mal zeigen, wie er so reagiert. Also Stop and Go, auch gar kein Problem. Und er hält sich auch relativ gut links. Also auch das funktioniert super. So, Stau ist vorbei. Das waren aber höchstens 5 Minuten, keine 7 Minuten. Jetzt geht es wieder regulär weiter. Wir liegen jetzt bei 18,6 Kilowattstunden nach genau 60 Kilometer Strecke. Durch den Stau ist der Verbrauch minimal noch gesunken. Bevor der Stau anfing, lagen wir bei 18,9, glaube ich. Und jetzt 18,6 durch diese Stop-and-Go-Strecke von, das war maximal 1,5 Kilometer. Ja, und gleich geht's runter und dann machen wir die Wende. So, wir haben heute mal wieder grün, das ist unser Wendepunkt. 250. Was hat es? Verkehrsstörung auf der B212 mit einer Verzögerung von 16 Minuten. Verkehrsstörung? Der Verkehr. Okay, ja, Navi meinte, ich hätte jetzt hier gleich eine Verkehrsstörung vor mir mit 16 Minuten Wartezeit, aber habe ich überhaupt nicht gesehen auf der Hinfahrt. Okay, wir haben jetzt 65 Kilometer gefahren, wir liegen bei 18,1 Kilowattstunden, das ist ein Spitzenwert. Es ist zwar jetzt 21 Grad warm, also ein bisschen wärmer geworden, sehr schönes Wetter hier, heiter bis wolkig in Bremerhaven, aber der Verbrauch ist wirklich sehr, sehr gut, kann man nicht anders sagen. Auch wenn wir minimal einen kleinen Stau hatten. Aber jetzt auf der Rückfahrt sollte da nichts mehr kommen. Und Wind haben wir, wie gesagt, auch keinen. Also ich bin gespannt, wo sich das alles noch hinentwickelt. Restkapazität im Akku ist jetzt 69% und Restreichweite angezeigt 344. So, wir sind wieder auf der Rücktour, jetzt 75 Kilometer schon wieder und Tempo 130, alles ist frei. Vorhin habe ich ja über den Basispreis gesprochen von 54.000 abzüglich dieses E-Mobilitätsbonus. Der Wagen, den ich jetzt hier fahre als Pressemodell, das ist natürlich ja alles, was es gibt, der kostet so eher so 69.000 bis 70.000, aber auch da gehen ja die 3.500 und ein paar Zerquetsche noch wieder runter. Das ist das, ja, das obere Ende der Fahnenstange, das braucht man aber auch nicht alles wirklich. Also wenn schon die 20 Zoll Reifen, wenn man mit 19 Zollern unterwegs ist, ist es günstiger und man verbraucht wahrscheinlich auch noch mal weniger. Ja, darum muss man schon gucken. Ne? Also für das Geld ist nicht billig, aber obere Mittelklasse hat natürlich auch einen Preis. Aber man bekommt hier wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes E-Auto mit einer super guten Reichweite. Wie genau sie ist, ja, werden wir noch rausfinden. Und Ladeleistung ist auch noch die Frage. 175 kW hier mit der 77 Kilowattstunden Batterie. Und es gibt mittlerweile den auch als Pro S. Da hat er dann eine 86 Kilowattstunden große Batterie, also netto alles wohlgemerkt.
9 Kilowattstunden mehr, kommt dann wahrscheinlich 50 Kilometer mehr Reichweite und dann lädt er bis zu 190 kW angeblich. Hier halt nur die kleinere Batterie drin, aber in um die 30 Minuten auf 80% von 10, das ist dann auch ein Wert, mit dem man dann zufrieden sein kann, finde ich. Und man darf nicht vergessen, es gibt ja auch noch den Tourer, das ist ja hier die Limousine, der ID.7. Aber es gibt ihn halt quasi als Kombi und damit ist der Wagen ja noch mal eine Klasse praktischer. Riesenstauraum eher so in Richtung VW Passat. Und Passat Kombi ist ja mehr oder weniger so das klassische Vertreterauto schlechthin. Also mit den Daten, der Reichweite und der ganz guten Ladegeschwindigkeit, da würde ich sagen, könnte auch der ID.7 Tourer also ein sehr gutes Vertreterauto sein. Allerdings sind ja die Vertreter eher die Genossen, die dann mit Vollgas auf der linken Spur kleben. Er fährt jetzt hier bis zu 180 km/h, dann ist er abgeregelt. Aber dann ist der Verbrauch natürlich deutlich höher und damit die Reichweite ja nicht mehr vertreterkompatibel, würde ich sagen. So, wir sind jetzt genau 100 Kilometer unterwegs, haben 18,8 Kilowattstunden im Durchschnitt bisher, haben noch 60% Restkapazität, also 25% verloren. Bei 100 Kilometer, 100 durch 25 sind 4, 100 Kilometer mal 4 sind 400 Kilometer. Also ist momentan mit dem Stand von jetzt die geschätzte Reichweite 400 Kilometer hier von dem ID.7 bei Tempo 130 auf der Autobahn bzw. den Gegebenheiten, die wir heute so hatten. War ja nicht nur Autobahn, war auch ein mini kleiner Stau dabei. Ja, und hier an dieser Stelle, genau wie auf der Hinfahrt, da nieselt es wieder. Was ist denn hier los? So, wir nähern uns der 120 Kilometer Marke. Wir liegen immer noch bei 18,7 Kilowattstunden, haben jetzt 55% im Akku. Und in ein paar Kilometer fahren wir wieder von der Autobahn runter, dann geht es noch kurz durch die Stadt und dann sind wir zu Hause und gucken mal, wie da der Endstand ist. Aber so wie sich das jetzt abzeichnet, ist das zumindest ein sehr, sehr niedriger Wert für so ein großes Auto und damit eigentlich auch mit eins der besten Werte, die ein ID bei mir bisher gehabt hat in meinem Test. Also ja, ich bin begeistert. So Leute, wir sind wieder zu Hause angekommen nach genau 130 Kilometer und mit einem Durchschnittsverbrauch von 18,1 Kilowattstunden. Das ist ja für ein ID absoluter neuer Rekord und die Reichweite hier mit dem ID.7 bei dem 77 Kilowattstunden großen Akku, die würde dann 423 Kilometer betragen. Ja, das ist ein super, super Wert. Wir hatten es ja heute nicht wirklich spitzenmäßiges Wetter, aber es war ruhig. Wir hatten es so 20 Grad drum. Wir haben ein bisschen Nieselregen gehabt zwischendurch, aber das war wirklich nur ein paar Minuten. Immer Autobahn gefahren, da wo es ging 130. Wir haben ungefähr anderthalb Stunden gebraucht. Das heißt, Durchschnittsgeschwindigkeit war um die 100 km/h. Ist nicht besonders viel, aber bedenkt, wir hatten auch einen kleinen Stau, sowohl auf der Autobahn einmal für 5 Minuten und dann auf dem Zubringer bei der Wendeschleife auch ungefähr für 2-3 Minuten. Das hat halt die Durchschnittsgeschwindigkeit dann runtergezogen. Also 423 Kilometer mit so einem Auto, absoluter Topwert. Und jetzt ist die Frage, 175 kW am Schnelllader. Ja, kann er das halten und wie lange braucht er von 10 bis 80%? Jetzt haben wir noch, was haben wir denn noch? Jetzt haben wir noch 53% im Akku. Oh Leute, 53%, das heißt wir haben, was haben wir denn verbraucht? Keine 30%, 27% haben wir verbraucht vom Akku und das für 130 Kilometer. Das heißt, wenn ich auf 10% runter will, oh, da muss ich aber noch ein bisschen Gas geben auf der Autobahn und dann einen Schnelllader. Ja, und das mache ich natürlich jetzt und deswegen geht es wieder auf die Strecke. Diesmal nicht 130, sondern was die Kiste der hergibt. Ich verstehe irgendwie nicht, warum
VW Elektrosystem funktioniert nicht richtig. Okay, Leute, ich habe hier gerade eine Fehlermeldung bekommen. Bei 31% ist das Laden abgebrochen und da steht hier Kabel zu heiß. Also wir haben es draußen 27 Grad und das Ladekabel scheint hier überhitzt zu sein. Mal gucken, was jetzt passiert, ob ich das wieder zum Laufen kriege. So, ich musste mich jetzt auf die andere Seite von Goldbach stellen, weil die Ladesäule, an der ich stand von Ionity, hat das Auto angezeigt, das Kabel wäre zu heiß. Beim Anfassen war es jedoch eigentlich nur handwarm, also es war nicht wirklich heiß, aber wahrscheinlich ist die Kühlung ausgefallen. Ist ja wassergekühltes Zeug. Und die anderen drei Ladesäulen von Ionity neben mir waren leider alle besetzt. Dann bin ich jetzt nochmal über die quasi Autobahn rübergefahren auf die andere Seite. Hier sind dann die vier wieder frei. Hier konnte ich mich wieder anschließen, habe mit 31% jetzt wieder angefangen zu laden. Und es geht weiter mit 179 kW. Wir sind eigentlich mit 13% angekommen, aber als ich mich hier angeschlossen habe, hat Ionity angezeigt, dass ich nur noch 8% im Akku habe. Das ist komisch. Aber gut, dafür hat die Ladeleistung mit bis zu 183 kW erstmal einen rausgehauen und mich entschädigt. Wir sind ja hier ziemlich hingerast, damit ich ein bisschen was verbrauche, weil der Wagen ist so effizient. Es ist schon fast erschreckend. Und selbst dann mit 183 laut Tacho bin ich ungefähr so 30 Kilometer gefahren wahrscheinlich, am Stück fast nur Vollgas. Da hat er dann 26 Kilowattstunden Verbrauch angezeigt. Das ist ja auch extrem wenig für die hohe Geschwindigkeit. Wenn ihr ein Langstreckenauto sucht, was über 400 Kilometer weit kommt und wo ihr euch auch nicht immer zurückhalten müsst mit dem Gasfuß, also locker 130 fahren, gern auch mal 140, 150 und dann kommt ihr 400 Kilometer. Also da bleiben doch mit dem ID.7 eigentlich überhaupt keine Wünsche offen. Die Langstrecke bis nach Süditalien würde ich dann mit dem Hund jetzt hier nicht fahren in dem Auto, da würde ich dann eher den Tourer nehmen. Aber selbst die Option gibt es ja, ne? Und wenn ihr noch ein bisschen was drauflegt beim Kaufpreis, dann bekommt ihr noch eine größere Batterie. Wir haben ja hier 77 Kilowattstunden netto, die größere hat dann 86, also 9 Kilowattstunden mehr. Bedeutet in der Praxis 50 echte Autobahnkilometer mehr Reichweite. Ja, also ich weiß nicht, wo da die Kritiker bleiben, die da sagen, E-Autos, die haben viel zu wenig Reichweite. Also hier beim ID.7, da stimmt es einfach absolut nicht. Der Wagen, der ist kaum leer zu kriegen und alle drei Stunden mal eine halbe Stunde Pause. Ja, wenn das nicht drin sitzt, dann weiß ich auch nicht. Also, wenn ihr eine Familie seid, Platz braucht, schaut euch den ID.7 an, vor allem eben auch den Tourer mit dem größeren Kofferraum quasi als Kombi. Platzangebot hier drin wirklich gut, reisetauglich auch für Langstrecken und den Süditalien-Urlaub. Gar kein Problem. Natürlich muss man ein paar Mal laden. Auf jeden Fall, wenn sie so weitermachen, auch mit der Software hier, es ist ja bald Software 5.0 auf dem Markt, beziehungsweise die ersten kriegen es ja möglicherweise schon. Das sind aber dann nur die Neuwagen. Ich glaube, die älteren Fahrzeuge, das ist das Problem von VW, dass sie die nicht mehr updaten können. Ja, so viel zum Thema Software-Updates und VW. Aber gut, vielleicht geht es dann in der Zukunft bei den neuen Modellen oder bei dem ID.7 hier. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt hier vom ID.7 haltet. Ich finde es ja wirklich ein sehr gutes Auto. Schaut ihn euch unbedingt an. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben und lasst mir gerne ein Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.